Ja, und heute heißt es Abschied nehmen. Abschied nehmen von England. Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei mir auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute sind wir mal ganz entspannt im Wald unterwegs. Die Sonne ist da, der Frühling ist auch mittlerweile da und die ersten Frühblüher blühen schon, die Knospen gehen auf. Der Wald erwacht sozusagen aus seinem Winterschlaf, was richtig schön und angenehm ist. Zeit wird es auch langsam, diese dunkle, graue Jahreszeit. Es kann auch mal wieder Sommer werden oder Frühling. Ja, wie in diesem Fall, was auch sehr schön ist. Ich befinde mich noch in England, aber nicht mehr lange. Heute steht die Verabschiedung an. Etwas über ein Jahr bin ich jetzt hier und es wird Zeit für was Neues. Wir haben viel erlebt in der Zeit, sei es die Übernachtung an der Dinosaurierküste, wo wir hoch oben auf dem Plateau übernachtet haben und uns am Morgen ein wunderschöner Sonnenuntergang entgegenschien oder geweckt hat. Herrlich. Oder auch die Wanderung im Lake District, im Nationalpark in England, wo wir auch den höchsten Berg Englands bestiegen haben, den Scafell Pike, hieß er, glaube ich. Ringsrum Berge, Natur, nichts weiter. Ah, da oben will ich eigentlich hin. Hängt immer noch ein bisschen in den Wolken. Das ist noch ein schöner Weg. Was auch sehr cool war, mit der Übernachtung, da schön auf den Bergen, inmitten vom Nirgendwo, wo wirklich mal keiner ist, wirklich keiner, außer ein paar Schafe waren da. Ist natürlich auch voll mit Leuten. Also da gehe ich jetzt nicht noch hoch, da stelle ich mich nicht noch mit an. Das war auch sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Was ich auch cool fand, war die Suche nach dem Grab von Robin Hood. Das hatte Geschichte, das war aufregend, spannend, mystisch ein wenig. Ja, auch das haben wir in England erlebt. Sieht ein bisschen morsch aus. Auch die Höhlenwanderung fand ich auch richtig gut mit den verschiedenen Arten von Höhlen, die wir da gefunden haben und erkundet haben. War auch eine coole Aktion und hat richtig Spaß gemacht. Auch eine tolle Tour war die Erkundungstour zur Robin Hood Höhle oder auch zur Thorhöhle. Thank you.
schön ist es. Auch die Tour mit Simon hat mir richtig viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus. What's your name? Simon. Simon. Wo wir eine alte Kalksteinbrennerei erkundet haben. Unbelievable. Oh my God. How can be like that? It's a stone in the tree. And it's keeping it really hard. Yeah. No way. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ganz generell, wenn euch meine Videos gefallen und ihr gern mehr davon sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Auch nicht schlecht. Ja, das waren natürlich nur ein paar Highlights aus diesem Jahr hier in England und die mir besonders viel Spaß gemacht haben. Es gab natürlich noch viele andere Videos, andere Touren, die ich gemacht habe. Auch welche, wo ihr gar nicht dabei wart, wo ich gar keine Kamera mit hatte. Wo ich einfach nur für mich, wie heute hier im Wald, ein bisschen auf entspannt unterwegs war. Ja, jetzt heißt es allerdings Abschied nehmen von England. Zelte zusammenpacken und auf in ein neues Abenteuer. Dieses Kapitel abschließen und wir starten demnächst in einem neuen Land. Und zwar, ich sag mal so viel, in dem Land mögen sie sehr gern Käse und fahren auch gerne mit Wohnanhängern oder Wohnmobilen rum. Genau, ihr habt schon richtig erraten. Es geht in die Niederlande, nach Holland. Und was uns da erwartet, welche Abenteuer wir da entdecken können, erleben können, das schauen wir mal. Ich habe schon ein paar coole Ideen. Ganz generell, ich glaube, Bergtouren oder sowas, Klettertouren, fallen in Holland aus. Ich glaube, so viel Gebirge gibt es in Holland nicht. Es sollen natürlich nicht nur Videos aus Holland kommen. Ich habe natürlich noch einige andere Sachen vor. Dieses Jahr steht zum Beispiel noch die Zahl 100 im Raum, und zwar die 100 Kilometer beim Megamarsch oder Mammutmarsch, wie auch immer. Die gibt es noch zu toppen, also die gibt es nicht zu toppen, sondern zu erreichen. Und bis für diese Tour muss ich mich natürlich ein bisschen vorbereiten. Und deshalb werden auch noch ein paar Videos kommen, wie ich mich auf 100 Kilometer vorbereite. Und ob ich die am Ende schaffe, werden wir sehen. Auch Schweden steht dieses Jahr wieder auf dem Plan. Diesmal ein bisschen anders, nicht als Kanutour. Wir haben uns da was Neues überlegt. Und ihr dürft gespannt sein, wie es da weitergeht. Das war's von mir aus England. Jetzt geht's auf ein neues Abenteuer, auf nach Holland. Und ihr seid dabei. Bis dann.